Oh, man. Why did you ask this? Yeah, motherfucker. Representing freestyle shit, yo. Kicking the shit real, yo. What the fuck? Family Guy or American Dad? Family Guy. Definitely Family Guy. Giggity, giggity. Alright. How old are you? 16. 18? Alright. Giggity, giggity. Yeah, Family Guy. Auf jeden Fall. Ja. MC or Co? Ich trink's überhaupt nicht. Fritz Cola. Nee, es. Nee, ja. Bier. Oder so. Stage Dive or Wall of Death? Stage Dive! Ah! Ja, für mich kommt's eh nicht in Frage, also Wall of Death. Wie für dich kommt's nicht in Frage? Was ist, wenn du reingehen willst? Oder wo würdest du mitmachen? Nee. Doch, doch. Also, na, Paul, sag doch mal. Wenn ich auf der Bühne stehe und selber spiele, dann eher Wall of Death. Also da habe ich mehr von, wenn ich es von der Bühne sehe. Ich finde Stage Dive geiler, weil es ist intensiver, weil es ist halt so ein richtiges Miteinander. Ja. Oder so. Kurt Cobain oder John Lennon? Damn! Ja, eher John Cobain, oder? Alter, Paul, everybody. Ich bin eher so mit Kurt Cobain aufgewachsen. Ja, also meine Mom ist auch ein riesen Nirvana-Kurt Cobain-Fan und die hat sehr viel aus seinen Texten interpretiert und deswegen Kurt Cobain. Ja. Terminator or Rocky? Oh, fuck! Oh, das ist eine schwere fuck. Frage. Oh, scheiße, Alter. Ich könnte jetzt ewig Geschichten erzählen, warum ich Terminator absolut abfeier. Ich kann aber auch Ewigkeiten Geschichten erzählen, wie krass Rocky mich... Ja, dann mach doch mal. Also ja. Ich feiere halt Terminator total ab. Ja, und ich feiere Rocky total ab. Aber ich bin, glaube ich, auch eher so ein Terminator-Typ. Ja, du bist auf jeden Fall ich hab so eine Maschine auf jeden Fall. Ich habe Rocky erst sehr spät gesehen, also bei mir ist es auf jeden Fall Terminator. Es ist eher mein Ding. Also ich sag jetzt einfach mal... Der Optik-Teil. Optik halber sage ich einfach mal Terminator, weil... Ja, Terminator, auch oder? Auch Mucke, ja. Terminator. Ja. Terminator. Aber Rocky hat eine geile Message, aber Terminator. Tee or Coffee? Tee. Ja, Tee. Merchandise or Streetwear? Fucking Merchandise, ja, verbinde ich mehr mit. Ja, also eher ein Shirt von einer Band, die man abfeiert, auf jeden Fall. So wie ich gerade. Dexter or Breaking Bad? Breaking Bad. Definitiv, don't fuck with Iceberg. Breaking Dexter. Alter, bring it on your normal, eh? E.T. or Jurassic Park? E.T. Ja, doch, E.T. E.D. YOLO or Swag? Kann man sich auch eine Antwort enthalten? Also, nein. Aus! Hat alles keinen Swag, Alter. Alles kein Swag. Kein Zweck. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ja. Ich habe so viel Star Wars Charakter auf meinem Face. Wobei, auf meiner Haut. Star Wars, Alter. Star Wars. Die nachsynchronisierte Version? Scheiße. Glaube ich. Ja, die ist gut. Also, die bei YouTube online ist. Star Wars. Summer or Winter? Sommer. Oder Skaten. Winter. Oder Winter. Skaten, Bikinis, also Meer. Am Winter finde ich die Luft schöner als im Sommer. Gerade in Berlin, da stinkt es nicht so nach Scheiße. A-Team or MacGyver? Oh. Also ich bin, glaube ich, eher so ein MacGyver-Typ. Ich bin eher für pure Power von Baraka, also deswegen bin ich eher... Ich bin eher A-Team, vor allem... Ja, wobei, ey, das ey, Veto, ich... Nee. Das kann ich nicht beantworten. Also ich bin MacGyver. Da heißt übrigens Angus mit Vornamen. Wow. Ja, ich sag A-Team. Ich sag MacGyver. A-Team. Ey, hör auf damit! Wayne's World or Austin Powers? Austin Powers. Wayne's World. Austin... Nein! Powers! Wayne's World. Austin Powers. Wir sind uns überall einig. Das Austin ist total cool. Powers! Download or Vinyl?
Vinyl auf jeden Fall. Am besten mit Download-Code. Ja, beste Kombi. Ja. Call of Duty or Battlefield? Fuck! Ey, da bin ich... Warum stellst du mir die Frage, du Sack, Alter? Da bin ich komplett raus. Mann, Alter. Ja, ich spiel beides wie bekloppt, Alter. Das ist beschissen. Also ich entscheide dich für mich mit, weil ich bin da raus. Okay, also der hier, Noobs, auf jeden Fall eher Call of Duty. Also ich bin eher aber so ein Final Fantasy Typ. Ja, Final Fantasy 7, da ist er ein ganz großer Fan von. Ja. Da fängt er gleich an zu schwelgen. Aber ich freue mich tierisch krass, also jetzt gerade, weil es ja aktuell ist, Battlefield... Ich fall sonst gleich um. Achso, Battlefield 4, da freue ich mich so krass drauf. Und Call of Duty Ghost, ja, bin noch nicht so begeistert von, deswegen Battlefield. Al Pacino oder Robert De Niro? Oh, schwierig. Der Duft der Frauen gegen Scarface. Haha, nein, ist der gleiche. nein, I don't know. I think Robert De Niro. Ich sage Al Pacino, weil er sich rar macht. Das sagst du jetzt nur, um das Gegenteil von mir zu sagen. Nee, aber es ist wirklich so. Also ich habe ja schon öfter mal 25 Fragen. Und Robert De Niro auf jeden Fall ist ein wahnsinnig geiler Schauspieler. Ja. Aber Al Pacino, ich find's geil, weil er sich rar macht. Der macht nicht so viel. Robert De Niro macht viele Komödien. Sind meistens auch cool, aber Al Pacino. Ich bin der Robert. Ich bin der Robert. Bist du ne? Vans or Nike? Vans, definitiv ja, Vans. Black Flag or Black Sabbath? Black Sabbath. Black Flag, mega geile Attitüde. Henry Rollins, großartig, aber niemand, es geht nichts über Ozzy. In der Zeit so eine Mucke zu machen, Black Sabbath, über alles. Ist dir mal aufgefallen, dass die Tochter von ihm genauso aussieht wie er und seine Frau zusammen? Also als hätte man so gemacht? Wie Töchter von vielen von Menschen, von allen Menschen. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ja, weiter geht's. Shirt or Tank? Keine Ahnung. Shirts? Shirts, die man dann zum Tanktop selbst macht, wenn die Ärmel irgendwie ausgelabbert sind oder so. Ja. Guter Kompromiss. Breakdown or Singalong? Singalong. Singalong im Breakdown. Ja, ich bin auch eher so, ich bin eher so ein Breakdown-Typ, glaube ich. Aber ja, nicht so moschig. Was, Alter? Ich will Breakdown, der soll nicht so moschig sein. Was bist du für eine Hupe, Alter? Ja, nee, also ich bin, glaube ich, eher Breakdown. Lord of the Rings oder Game of Thrones? Herr der Ringe. Ja. Ja, schon. Schon Herr der Ringe. Aber er hat sich tierisch auf die neue Game of Thrones Staffel gefreut. Er hat die ganze Zeit rum. Oh, geil, wir gehen die dritte Staffel an. Ich habe so wenig Zeit, dass ich erst zwei Folgen sehen konnte. Oh, einmal für Paul. Zwei Folgen erst. Ja, also Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe. Eher der Hobbit eigentlich. Also der Hobbit war mein erstes Tolkien-Buch. Das hat mich so richtig gefesselt. Und Herr der Ringe fand ich ein bisschen langatmig. Aber ja, Herr der Ringe. Welches jetzt? Herr der Ringe oder Game of Thrones? Game of Thrones auf jeden Fall, hab ich doch gesagt, ne? Oh,